Hallo, hallo, ich bin Arif Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Neue Details wurden bekannt zur versuchten Entführung Hanako Arasakas bei der Arasaka-gesponserten Dashi-Parade. Ersten Berichten zufolge schlugen die Angreifer dann zu, als die Parade schon in vollem Gang war. Sie stürmten die Paradeplattform der Arasaka-Erbin und übernahmen die Kontrolle. Zum Glück gelang es Arasakas Sicherheitskräften unter der persönlichen Leitung von Yorinobu Arasaka, die Entführer schnell aufzuspüren und Hanako-sama wieder in Sicherheit zu bringen. Yorinobu-sama hat inzwischen eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er die Handlungen der Täter aufs Schärfste verurteilt und eine harte Bestrafung verspricht. An alle, die die Hand gegen die Arasaka-Familie erheben, ich verspreche euch, Heuchler. Wir werden sie abhacken und Salz in den blutigen Stumpf kippen. Du bist so ein... Sieht so aus, als würden sie jetzt ernst machen. Okay. Los geht's. Du bleibst da, bis alles erledigt ist. Was verstehst du daran nicht? Unterbrich mich nicht. Ja. So, ich mach das bei mir mal ein bisschen leiser. So. Alles klar. Das können wir nicht machen. Mit Hanaka in Embers treffen. Weil dann sind die Nebenmissionen erstmal weg. Das heißt, wir machen jetzt Nebenmissionen. Was ist das? Judy. Judy ist super. Machen wir Judy. Wie weit? Ja. Aber wir haben ja hier... Oh, guck mal. Schnellreise. Weil Autos... Nein. Ich werde auch nicht alle Autos sammeln und so solche Sachen. Also sammeln ja, aber nicht, wenn es mir nicht gefällt. Naja. Immerhin. Am Damm. Dann ist das Spiel doch etwas endlicher, als ich gedacht habe. Wobei, naja, Nebenmissionen gibt es ja noch in rauen Mengen. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alles mache. Aber, naja, mit meinen Schätzchens auf jeden Fall. So, wie weit? 500 Meter. Kriegen wir das hin? Wenn wir jetzt hier drauf? Oh, das könnte tödlich sein. Ne, komm, wir machen so, wie wir sollen. Da müsste doch eigentlich besser gehen, oder? Hä? Was denn jetzt? Ja, gleich. Nehmen wir. Ach, warte mal. Sieht das Ding aus. Ja, hier geht's doch. Ach stimmt, da war ja noch was mit der Pan Am müssen wir natürlich auch machen. Ne? Nur der andere, der ist jetzt wohl fertig. Pan Am ist echt toll. Da war ja noch eins. Warum wurde mir das eben nicht angezeigt? Alles klar. Na, dann fahr halt nicht mehr. Ist mir egal. Judy. Na, da war sie doch gerade, oder? Lalala. Wie?
Du bist echt gekommen. Klar. Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Ey, das ist seltsam. Gibt's was Neues von den Mox? Ereignisse? Pläne? Nö. Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht gerade oft. Wie kommt's? Du weißt, wie sie sind. Gehen mir halt manchmal auf die Titten. Okay, auf die Titten. Mhm. Und Clouds? Was gibt's Neues aus dem Clouds? Weißt du was? Nö. Nichts von Interesse. Das stimmt doch was nicht. Es ist jetzt alles neu und alle versuchen damit klarzukommen. Ich auch. Ich auch. Klingt nicht, als wäre alles okay. Heißt nicht, dass es das nicht ist. Okay. Bist du irgendwie schlecht drauf? Nein. Judy. Können wir bitte nicht übers Clouds, die Mox, Arasaka oder Militech reden oder dass die Welt vor die Hunde geht? Warum nicht? Ist doch schön. Ich will einfach nicht über irgendwas davon nachdenken. Nicht heute. Was machen wir? Also, verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf, ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Wie vereint man zwei separate Neuraltracks? Naja, zuerst wollte ich ein Profil aus zwei Datenströmen machen. Aber das ging voll in die Hose. Kam sich in die Quere, hm? Interferenzen, Rauschen. Genau. Ja, das war wie ein schlechter Kunstfilm. Aber nach ein paar Versuchen habe ich es geschafft, bestimmte Gefühle zu isolieren. Okay. Du lädst sie also auf separate Neuraltracks. Ohne Gefühlsstörungen. Cool. Hm. Klingt, als könnten wir das überall machen. Warum sind wir hier draußen? Die Hütte gehörte einem Bekannten von mir. Doch jetzt ist sie verlassen. Mhm. Daher kann ich sie hin und wieder nutzen. Und dort willst du die Virtu drehen? Nein. Nein, wir drehen alles unter Wasser. Nein, vergiss es. Scheiß Idee. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Blöden suchen. Wie sieht's aus? Machst du mit? Warum sagst du das? Weiß nicht. Mir gefällt das einfach nicht. Wenn ich an die Dunkelheit und an die Tiefe denke, kriege ich schwitzige Hände. Mhm. Das, obwohl ich gar keine mehr habe. Hat vielleicht recht. Du kannst ja gerne an Land bleiben. Na klar, bin dabei. Oh oh. Super. Gehen wir. Ich hab die Hardware hier. Ins Säufer. Nee, Seeufer. Mist. Okay. Zieh dich um, Landratte. Der Rekorder muss natürlich mit. Das Wasser ist giftig. Ist das kein Problem? Deshalb werfen wir uns ja in Schale. Der Anzug steht dir richtig super. Warte, die anmacht. Mhm, stimmt. Du hast dich mal gefragt, ob ich schwimmen kann. Hast du keine Angst, dass ich sinke wie ein Sack Steine? Naja, könnte schon sein. Aber für den Dreh riskiere ich das gern. Hey, du lässt mich doch nicht hängen, oder? Nein. Wie mache ich das jetzt? Hallo. Okay, dann mal los. Arschkalte Brühe. Ich komme. Gut, es kann losgehen. Du zuerst. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Wohin genau wollen wir? Bis etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle.
Dort ist es pechschwarz, aber es gibt kaum Strömung. Sollte sicher sein. Willst du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleib einfach in deiner Nähe. Okidoki. Lotus bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Stimmt. So funktioniert jede Art von Kreativität. Okay. Genau. Kunst ist ein Behältnis. Ein Auslöser für Gefühle. Mhm. Und BDs sind Gefühle in Reinform. Bewegungssensoren und das Aufnahmezeug. Schwimm mal im Kreis um mich herum. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hier, Herr V. Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Den Song kenne ich nicht. Aber ich hab dich gehört. Es klang so. Okay, alles synchron und abgestimmt. Okay, das sollte reichen. Was jetzt? Gleich kriegst du was zu sehen. Achtung. Und jetzt gut festhalten, okay? Ja, wie denn? Hä? Okay. Ab nach unten. Wuhu! Jetzt bin ich mal gespannt, was es da zu sehen gibt. Irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Oh. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Übel. Klingt Nova. Tun wir's. Nova. Ich habe diesen Moment der Rückkehr so oft im Kopf durchgespielt. Hat Jahre gedauert, ehe ich den Mut fassen konnte, herzukommen. Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlt sich komisch an. Komisch an. Genau. Boah, das ist schon geil. Also, ich weiß nicht, ne? Die haben das Ding zu früh rausgebracht. Weil jetzt mit den Patches und so weiter läuft das alles gut und die einzelnen Szenen sind ja wohl der Hammer, oder? Judy ist, wie soll ich sagen, keine potenzielle Partnerin für mich. Dimble ist noch da. Flo's Diner. Bester Laden der Stadt. Und der einzige. Die Burger waren mittelmäßig. Zu fettig und groß. Jetzt weiß ich das. Aber früher waren sie das Beste, was ich je zwischen die Zähne kriegen konnte. Und nebenan habe ich gewohnt.
Zusammen mit meinen Großeltern. Aber sag Bescheid, wenn du weiter willst. Nee. Sieht aus, als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört. Lass mal sehen. Deine Kindheit hat nach Sushi und echtem Reis geschmeckt. Hast dir gleich mehrere in den Mund gestopft und getan, als wärst du ein Riese. Ich weiß gar nichts mehr. Ist schwer, meine Erinnerungen von denen zu trennen, die eigentlich nicht mir gehören. Naja, unser Gedächtnis ist eben nicht perfekt. Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. Ich hab hier was. Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Hockeyschläger? Gab's hier eine Eisbahn? Oh yeah. Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Genug gelabert, Almanach. Komme, komme. Die sind so gut wie erledigt. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Hier, nimm die Kamera. Ist bei dir gut aufgehoben. Setzt sonst nur Algen an. Wow, danke. Was war mit deinen Eltern? Genau. Einen Dad gab's nie. Und Mom starb, als ich noch klein war. Erinnere mich kaum an sie. Hab noch ein Foto von ihr, aber ich sehe eine Fremde darauf. Was war das? Diese Stimmen. Stimmen? Außer dir habe ich nichts gehört. Wie war das bei deinen Großeltern zu leben? Wie waren die so? Mein Opa hatte es mit technischen Dingen. Hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und hat mir Geschichten erzählt. Das war nie langweilig. Meine Oma war temperamentvoll. Eben noch wütend, dann kalt wie Stahl. Temperamentvoll, hm? Erklärt einiges. Liegt in der Familie? Keine Ahnung, wovon du redest. Ich mag die. Wo sind deine Großeltern hin? Nach Night City? Ja, für ein paar Jahre. Hatten die Wohnung gemietet, die jetzt mir gehört. Mhm. Aber sie haben es gehasst. Sind nach Oregon gezogen. Ich fahr sie manchmal besuchen. Die leben noch. Mhm. Gut, weiter. Lass uns weiter schwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Das ist eine geile Szene. Ist hier irgendwas Bestimmtes? Nö. Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Upsi. Das wollte ich nicht. Tja. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus.
echt gute Deckung beim Max-Tech und Psychos spielen. Was ist das? Ach, nehmen wir mal. Ich kann mir nicht